Ja, ihr seht mich hier relativ gut gelaunt sitzen, weil Donnerstag, gut, heute ist Donnerstag, aber Donnerstag ist immer gute Nachrichtentag. Und ich habe für euch eine ganz besondere gute Nachricht, und das haben wir weltexklusiv, und das ist keine Übertreibung. Hier auf dem Kanal darf ich es ankündigen, und wir haben es auf der Homepage als Review. Da steht hier unter diesem wertvollen Video auch natürlich ein Link auf die Homepage. Und da ist ein Review drin, und wir haben, und da gibt es die RTG, die Radiant Tweaker Group, ist auch die Community gehostet bei mir auf der Homepage. Da gibt es den User Helm, und Helm ist so cleverle, weil der hat nämlich nichts anderes gemacht, als auch schon diese sogenannten Soft Power Play Tables für die Vega und für die Radiant 7 geschrieben. Das heißt, man kann ja über diverse kleine Umwege, im Gegensatz zum Nvidia-Treiber, den AMD-Treiber so ein bisschen unlocken. Also man kann quasi diese ganzen Barrieren, die da so vorgegeben sind, auch, naja, sagen wir es mal, knacken. Man kann sie ein bisschen zur Seite schieben. Und genau das haben wir auch gemacht. Ich habe ja gestern den ganzen Tag hier rumexperimentiert, und wir haben also mit diesen tollen neuen Registry-Einträgen von Helm das ein oder andere Experiment gemacht. Ich habe dann auch irgendwann mal die Bremse reingehauen, weil man muss das Silizium ja nicht grillen. Also es ist quasi ohne Barriere. Ich habe halt wirklich geguckt, wofür ein Normal-User die physische und physikalische Barriere ist. Das heißt also, wo man einerseits sich nicht mehr sinnlos aufopfern muss, um vielleicht noch 1 MHz mehr zu kriegen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Grafikkarte, dieses arme kleine Stück Silizium, nicht zu Tode grillen. Also Bratferkelchen, die gehören in den Grill, da macht man Barbecue. Eine Grafikkarte gehört in den Rechner, und die gehört halt nicht malträtiert und was weiß ich, da hier zu Tode gegrillt. Das machen wir nicht. Und da ist jetzt ein relativ guter Kompromiss entstanden. Wir haben also mehrere von diesen Soft Power Play Tables, beschissenes Wort, lang, aber es fetzt. Die haben wir zum Download bereitgestellt, und ich zeige euch mal, was mit dieser ganzen Geschichte funktioniert. Jetzt ist natürlich jede Karte ein bisschen anders. Ja, da gibt es ja so diese GPU-Lotterie, und entweder hat man gewonnen oder man hat verloren. Ich habe ja irgendwo so ein Mittelstück, habe ich das Gefühl. Die ist nicht besonders gut, sie ist auch nicht besonders schlecht, aber sie tut es. Und wir haben auch auf der Homepage für die Besitzer von so einer RX 5700 ohne XT was Ähnliches gemacht. Das heißt also, die stecken jetzt nicht mehr bei 1850 MHz fest und bei ihren 20% Power Limit, sondern da gibt es auch eine ganze Menge mehr. Hier für diese Karte haben wir jetzt im Extremfall eine Anhebung auch der Voltage. Wir können also die Kernspannung von 1,2 mit Hilfe dieser tollen Datei auf 1,25 Volt anheben. Wir haben ein Power Limit, das kann ich jetzt auf 99% setzen. Ich habe es hier im konkreten Test mal mit 95% gemacht, und ich kann natürlich die Frequenz bis 2300 MHz jetzt einstellen. Diese Limitierung ist auch nicht mehr da. Schafft man nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe dann Settings ausprobiert, um mich da mal langsam ranzutasten für diese Karte. Und habe mal den Wattmann zu Hilfe genommen, und da kann man ja mal ein bisschen rumexperimentieren. Also meine Einstellung für diese Karte war dann letztendlich, ich habe dieses Power Limit auf 95% gesetzt. Keine Angst, da explodiert nichts an der Steckdose. Wo dieser Zahlenwert herkommt, weiß ich nicht. Lässt sich nicht nachvollziehen, aber man braucht es. Und ich habe natürlich die Spannung voll auf diese 1,25 Volt, die wir uns da quasi selber freigegeben haben. Man hätte ja auch mehr nehmen können, aber das ist ja sinnlos. Da hingesetzt und habe auch den Takt mal auf 2275 Megahertz gesetzt. Man muss das immer ein bisschen höher setzen, weil im Endeffekt erreicht man ja diese Taktraten sowieso nicht. Das war der einzige Takt und die letzte Einstellung final, um das ganze Ding über alle Benchmark-Parcours zu jagen, um Stabilitätstests zu schaffen. Es geht auch höher. So, ich kann mit dieser Karte und diesen Einstellungen, das sage ich euch dann, partiell bis zu 2206, 2212, 14, in der Spitze hatte ich sogar mal 2216 Megahertz. Also wir können die 2,2 Gigahertz locker knacken. Jetzt ist das natürlich nicht wie bei AMD ein konstanter Takt, wo man sagt, ey, ich habe jetzt hier, was weiß ich, 2130, so, die habe ich jetzt permanent, und das funktioniert nicht, weil diese Navikarten ein bisschen anders ticken. Wir kennen das schöne Stromsparfeature Chill.
Ja, und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass man auch so etwas Ähnliches trotz allem im laufenden Betrieb, selbst wenn Qi nicht aktiviert ist, dass es trotzdem funktioniert ein bisschen, weil, wir sehen das jetzt mal an den Taktraten hier, einfach mal gucken, das geht hoch und runter und zwar je nach Grafiklast. Also ich habe dann mal verglichen, was das für Bereiche sind. Das sieht man auch im Prinzip an der Leistungsaufnahme, also an der Versorgung. Da kann man gucken und immer wenn die Karte besonders viel zieht, natürlich, da geht der Takt hoch und dann sieht man auch die Auslastung. Und immer wenn richtig viel Grafiklast drauf geht, dann geht der Takt nach oben. Und sobald die Karte so ein bisschen aufschnaufen kann, weil unsere liebe Lara da gerade mal ein kleines Päuschen einlegt, dann geht natürlich auch diese Leistungsaufnahme wieder ein Stückchen runter, weil auch der Takt mit runter geht. Und wir werden es später noch sehen, die Frameraten und die Varianzen und das alles funktioniert relativ gut. Wir haben fantastische Perzentile mit dieser Karte. Das tut es also. Und das ist kein Problem. Also damit kann man relativ gut leben. Wir können also davon ausgehen, wenn wir es brauchen, ist auch die Grafikleistung da. Und sie ist immerhin für bis zu 2,2 GHz plus ein bisschen oben drüber gut. Das erreiche ich mit diesen Einstellungen und diesen Smart Power Play Tables. Boom. Soft Power Play Tables. Beklopptes Wort. Aber es funktioniert, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir das Ganze alles einmal aufgebaut. Wir haben quasi unsere Benchmark-Ergebnisse. Ja, schaut doch mal drauf. Und wenn ich mir jetzt diese Karte hier anschaue, dann ist die schneller als eine Founders Edition, die ich da brutal übertaktet habe mit 100% Fanspeed und maximalem Power-Target und der maximale Takt, der da noch nötig war. Komme ich jetzt mit dieser Karte locker drüber. Und wenn ich mir mal unten drunter die Perzentile angucke, also die Perzentile bei dieser Karte sind im Allgemeinen deutlich günstiger, deutlich schöner als bei den GeForce-Karten. Allerdings, das werden wir später noch sehen, haben wir auch ein paar Frame-Times, die mir so nicht gefallen, also ein paar kleine Hakler und Ruckler, wenn nämlich Powertoon an der falschen Stelle mal kurz den Stecker zieht, weil es denkt, es wird zu viel. Jetzt sieht man es natürlich später auch in den Einzelgrafiken. Dann zeige ich euch auch mal diese Einzelgrafik da hinten, so am Benchmark-Ende sind da so ein paar kleine Spikes. Das sind aber Einzelframes und ich meine bei einer Framerate von 120, 130 Frames pro Sekunde, wenn da mal einer verkackt, den sieht man nicht. Und der ist halt weg, aber man sieht es halt in der Messprobe, es ist ein Spike, der ist da, den kann man auch nicht wegreden. Aber allgemein, wenn man sich die Geschichte anguckt und auch die Perzentile, dann ist das schon richtig gut. Das darf man natürlich nicht vergessen und das möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal jedem sagen. Das, was wir hier machen mit diesen Smart Power Play Tables, ja, das ist nichts für 24-7. Das ist nicht alltagstauglich. Also es ist ein schöner Show-Effekt. Man kann einen Benchmark-Run machen. Man kann meinetwegen Timespy oder wie auch immer kann man sich da in die ewigen Annalen eintragen lassen. Ich würde das mit der erhöhten Spannung, nämlich mit den 1,25 Volt, weil, also ich weiß es nicht, bei AMD weiß es wahrscheinlich auch keiner, wie lange sowas hält. Also man kann sich damit eine Karte auch Langzeit schrotten. Das mag mal eine Woche funktionieren. Das geht vielleicht auch einen Monat gut oder zwei oder drei oder vier oder fünf Monate. Das ist nämlich das Problem und da sollen wir mal ehrlich zu uns selber sein. Also wenn ich jetzt mir so eine Karte kaufe, dann kann ich die übertakten natürlich jetzt mit diesen neuen, bis der Onkel Doktor kommt. Aber ja, wie lange bin ich dann wirklich schneller als die etwas teurere GeForce RTX 2070? Super, super, super. Das ist die gute Frage. Also man kann sich natürlich jetzt mal drüber jumpen, logisch. Aber es ist aus meiner Sicht definitiv nicht alltagstauglich. Was aber geht, ist der gute Mittelweg. Ich bleibe halt bei den ausgetesteten 1,2 Volt, nehme ich ein bisschen mehr Frequenz mit, nehme ein etwas höheres Power-Limit mit. Und genau dafür haben wir ja auch verschiedene Abstufungen dieser Registry-Files, die man sich da reinspielen kann. Die stehen auf der Homepage auch nochmal mit einer Erklärung. Und das ist wichtig. Lest euch das bitte alles noch einmal durch. Ich will euch das jetzt hier nicht ins Video reinkauen, weil das wird langweilig. So, wir sehen, die Karte läuft erstmal wie Hanne. Wenn man sich dann den Rest noch anguckt, ich habe auf der Homepage diese ganzen Einzelframe-Rates und wir haben Varianzen an Evenness-Index und jede Menge mehr an Grafiken, die könnt ihr euch da gerne einziehen. Die sind auch recht lehrsam und unterhaltsam.
Wichtig für uns in diesem Video ist natürlich die Übertaktung mit diesem. Funktioniert bestens, haben wir absolut kein Problem. Das ist eine Sache, die sollte man durchaus machen. Das muss man jetzt auch nicht bis zum Ende durchziehen, aber man kriegt eine gut gekühlte Karte. Und dann erinnere ich an den August, wo ja spätestens diese ganzen Custom-Boards kommen sollen, also von den Boardpartnern dann entsprechend auch die neuen Boardpartnerkarten. So wird das gerade so erzählt, dass das der August ist. Und wenn die kommen, dann sollte man dann schon sich den Treiber ein bisschen mehr zurechtbiegen. Und genau dafür haben wir den Spaß ja gemacht. Und da danke ich dem Helm nochmal. Ja, ohne den hätten wir es natürlich jetzt nicht bringen können. Das zum Thema Community. Und die Community bei uns auf der Homepage wird natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da kann man das alles ausdiskutieren. Und wenn das jemand nicht hinkriegt, lest euch durch. Wir haben eine genaue Anleitung, wie man diese Geschichte wirklich macht, wie man sich vorher seine Registry aufräumt, wie man es also alles frei bekommt, damit diese neuen Werte dann auch zum Tragen kommen. Und dann kann man ein bisschen rumspielen. Ja, vielleicht machen wir mal noch ein Video zur 5700. Momentan fehlt mir hier natürlich ein bisschen die Zeit und noch vielleicht ein bisschen die Lust, weil wir haben so viel zu tun. Das ist nicht mehr feierlich. Aber für euch, es ist wirklich exklusiv. Nehmt diese Tables und die Radeo-Nutzer, die kennen das ja, die machen das seit Jahr und Tag mit der Vega und meinetwegen jetzt auch mit der Radeon 7. Spielt damit rum, ist doch ein schönes Spielzeug und ihr habt noch einen kleinen Benefit obendrauf, for free, für eure neue Grafikkarte. Und ja, eins muss ich jetzt mal noch zu diesem ewigen Streit Nvidia, AMD, AMD, Nvidia sagen. Die Karte ist momentan etwas günstiger natürlich als eine GeForce 2070. Super, 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 irgendwie ganz super. Es muss nur die richtige Zielgruppe sein. Also wer heute auf Raytracing steht und wer unbedingt den heißen Scheiß braucht und was weiß ich, da kommt noch ein Strahl auf die Glatze und wirft das einzelne Haar, was hier oben steht, noch einen wunderschönen senkrechten Schlagschatten. Für den ist diese ganze RTX-On-Geschichte natürlich der ultimative Kick, der braucht den. Dann braucht er sich über so eine Karte überhaupt keine Gedanken zu machen. Solange es keine Custom Boards gibt, also Boardpartnerkarten, und man muss mit diesem, ich sage fast schon, also Föhn-Referenzdesign leben, würde ich diese Radeon auch niemandem empfehlen, der noch einigermaßen ein Gehör hat. Leute, das sollte man sich nicht antun. Also momentan ist so ein bisschen, ich schwank da wirklich auch selber ein bisschen hin und her. Ist jetzt die 2070 das bessere Angebot? Ist jetzt das hier, so diese 5700 XT, das bessere Angebot? Wer gern friemelt, also wer Wasserkühlung macht und wem das hier alles richtig viel Freude bereitet, der kann ja mit so einer Karte wirklich glücklich werden. Und wem das nötige Kleingeld fehlt, der natürlich auch. Und alle anderen, die kaufen sich halt grün. Also so gesehen, weil ihr mal vielleicht vorgeworfen habt, ich bin jetzt zu sehr AMD-lastig. Mir ist es wurscht, ich würde mal so eine blaue Grafikkarte reinhängen, wenn sie tut, was sie soll. Ich sehe das eher praktisch in dem Sinne. Also ein bisschen entspannen, seht das nicht so toxisch. Produkt A und Produkt B, ich muss damit glücklich werden als Einzelanwender. In dem Sinne, Salvatore und so, vergesst nicht. Homepage, da unten, da steht das Review. Das sind auch die zum Runterladen und ansonsten auch für unsere internationalen Gäste die Beschreibung für diese Soft Power Play Tables, die gibt es in Englisch. In dem Sinne, man sieht sich.